das knackige Video produzierte. Wir springen in die 60. Minute. Zweikampf zwischen Spörl und Strunz und Schiedsrichter Stenzel deutet auf den Punkt. Elfmeter für den VfB. Spörl kann es nicht fassen, erhitzte Gemüter. Denn solche Luftzweikämpfe gibt es unzählige in einem Spiel. Also eine sehr, sehr harte Entscheidung. Elfmeter für Stuttgart. Und Fritz Walter wird antreten. Von 16 Elfmetern konnte er 13 verwandeln. Aber nicht diesen hier. 35.000 Zuschauer, ein paar mehr als Reinhold Beckmann gerade sagte. Die Hamburger mit Vorteilen. Aber was nutzten die, wenn man nicht ummünzt? Vielleicht jetzt Jörg Bode. Klasse gemacht. 1:0 für den HSV gegen den Meister. Und schauen Sie, während die meisten Spieler den angestauten Ballast der Vorbereitung wegwerfen, bekommt Bode ihn erst richtig zu spüren. Völlig groggy vom Jubeln. Bodes erstes Bundesliga-Tor als Einwechselspieler, insgesamt sein drittes. Und herrlich, noch einmal sehen wir es, wie er Buchwald ausgezockt hat, wie er dann Strunz ins Leere laufen lässt. Hier und dann an Dubajc vorbei, an Immel vorbei, einschießt. Eine super Szene von Jörg Bode. 79. Minute. Jetzt der VfB. An die Buck. Gefühlvoll. Gaudino. Der Ausgleich. 3 Minuten nur nach dem 0:1. Und ähnlich wie das Hamburger Tor, so war auch dieser Treffer ein Zuckertor. An die Buck hatte so viel Gefühl, aber auch Gaudino steht ihm nichts nach.